Hallo zusammen, willkommen auf Football Therapist zu einer dritten Episode über kognitive Verzerrungen bei der Analyse. Denn dieses Mal möchte ich euch vor den Schlussfolgerungen warnen, die man beim Betrachten von Statistiken ziehen kann, die als fortgeschritten bezeichnet werden, indem ich euch zunächst anhand konkreter Beispiele zeigen werde, dass solche Daten nicht als mehr angesehen werden sollten als das, was sie erlauben. Zeit zu sparen, indem man eine Liste von zu beobachtenden Spielern oder Spielsituationen haben kann. Um eine solche Liste zu erstellen, würde ich persönlich nur einige dieser Statistiken auswählen, und zwar die, die euch auf dem Bildschirm angezeigt werden. Und rasch könnt ihr so feststellen, dass die große Mehrheit Verhältniszahlen sind, unter anderem mit Prozentsätzen, da es zum Beispiel keinen Sinn machen würde zu wissen, wie viele progressive Pässe ein Spieler tatsächlich erhält, ohne zu wissen, welche Zahl man für seine Position in der Mannschaft erwarten kann. Denn es hängt von der Spielweise der Mannschaft und der Gegner ab, ob es mehr oder weniger Möglichkeiten gibt, diese Pässe nach vorne zu bekommen. Also man sollte immer versuchen, diesen Kontext zu berücksichtigen, auch wenn das leider nicht immer möglich ist. Ich fände es zum Beispiel interessant, einen Torwart zu analysieren, der eine hohe Anzahl an abgefangenen Flanken hat, vor allem wenn er in einer Mannschaft spielt, die wenig Flanken zulässt. Aber ich glaube nicht, dass es sinnvoll wäre, die Anzahl der gegnerischen Flanken mit einzubeziehen, da nur eine bestimmte Art von Flanken vom Torwart abgefangen werden kann, weil nur einige in seine Nähe ankommen, so dass wir ein nicht unbedingt repräsentatives Verhältnis hätten. Eine hohe Anzahl an abgefangenen Flanken bedeutet aber auch nicht, dass der betreffende Torwart unbedingt gut in der Übung ist, da diese Zahl erst dann an Wert gewinnt, wenn man sieht, wie schwierig es war, die betreffende Flanke abzufangen. Der Torwart, der in dieser Statistik am besten abschneidet, hat vielleicht einfach nur Glück gehabt, indem viele Flanken direkt zu ihm gespielt wurden, wobei es keine Statistik gibt, die die Anzahl verfehlten Rauskommens quantifiziert, was unsere Vermutung im Falle eines Torwarts, der in beiden Werten ganz oben steht, völlig verändern würde. Aaron Levensteins berühmter Satz, in dem er Statistiken mit Bikinis verglich, weil sie auch das Wesentliche verbergen, erhielt hier seine volle Bedeutung, da das, was sie suggerieren, keinesfalls eine Wahrheit ist, es gibt nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit der Übereinstimmung. Das alles erklärt, warum es eher Statistiken mit einer Trefferquote, die vor allem in der Kategorie Zweikämpfe zu finden sind, die interessant sind. Aber auch sie sind nicht von diesem Phänomen ausgenommen. Es genügt, Van Dijk mal zuzuhören und sich die folgende Szene anzusehen, um seinen Glauben an diese Metriken in Frage zu stellen. In dieser Sequenz tut Van Dijk das, was er gesagt hat, nämlich es seinem Gegner so schwer wie möglich zu machen, indem er gegen ihn läuft, was letzterem nicht erlaubt, sich mit seinem ganzen Körper zu drehen, um den Ball richtig hinten zu schicken. Dieser Ball wird sogar sehr rasch gegen Van Dijk stoßen, aber es ist nicht der Niederländer, der dieses Luftduell gewinnt, da er nicht der Erste ist, der den Ball getroffen hat. Um seine Chancen zu erhöhen, den Zweikampf zu gewinnen, hätte Van Dijk sich im Voraus auf gleicher Höhe mit seinem Gegenspieler positionieren können, aber das wäre eine schlechte Entscheidung gewesen, da die Verteidigung der Tiefe Priorität hat, so dass es statistisch gesehen völlig in Ordnung ist, ein solches Luftduell zu verlieren, bei dem der Ball sogar vor dem Stürmer landet, der eben entgegenkommen musste. Trotz der Tatsache, dass es sich um einen Sport mit niedrigen Torzahlen handelt, wo es also sehr schnell zugunsten der einen oder der anderen Mannschaft ausfallen kann, wird oft nach dem Ergebnis geurteilt und nicht nach der Wahrscheinlichkeit, dass die Spielereignisse zu diesem Ergebnis führen. Bei der Analyse und beim Scouting wird dieses Ergebnis-Bias-Phänomen oft durch eine andere Verzerrung verursacht, den sogenannten God-Trick, bei dem statistischen Daten als höherwertig angesehen werden, da sie nicht von einem emotionalen Wesen produziert werden, sodass keine Meinung eine solche Neutralität erreichen würde. Wenn die Realität aber komplexer ist, als was die Zahlen vermuten lassen, wäre das ideal, bis ins Detail das Spiel und seine Entscheidungen zu verstehen, um die richtigen Schlussfolgerungen aus unserer Analyse ziehen zu können. Das Problem als Mensch ist, dass unser Gehirn mit unendlich vielen kognitiven Verzerrungen gefüllt ist, die uns dazu bringen, die Realität falsch zu sehen, in diesem Fall die Fähigkeiten eines Spielers oder einer Mannschaft. Die gute Nachricht ist aber,
dass man mit dem Wissen um diese kognitiven Verzerrungen sicher weniger leicht in ihre Falle tappen kann. Deshalb wollte ich euch in diesem Video wieder einige dieser Verzerrungen anhand von Beispielen aus der Welt der Spielerrekrutierung vorstellen. Zunächst können alle Transfer, die mit der Zeit als enttäuschend erweisen, durch das Beta-Prinzip veranschaulicht werden, das besagt, dass viele gute Spieler die Ligenpyramide aufsteigen, bis zu einem Punkt, wo sie dann nicht mehr leistungsfähig sind. Diese unzureichenden Leistungen können indirekt auf eine schlechte Anpassung an den Druck oder auf außersportliche Gründe zurückzuführen sein, aber hier stellen wir uns vor, dass es sich um eine Fehlbesetzung hinsichtlich des Niveaus des Neuzugangs handelt, da es zwei Verzerrungen gibt, die dieses Phänomen erklären können. Die erste ist der Rezenzeffekt, bei dem man sich von den letzten Spielen eines Spielers verzaubern lässt, obwohl dieser während der Saison bei weitem nicht so gut war. Aufgrund dieser wenigen Spiele, die man noch im Kopf hat, da sie relativ frisch sind, entschließt man dann, diesen Spieler zu verpflichten. Wenn der mal aber dann im Verein ist, zeigt er eben nicht die erwartete Leistung, was ein häufiges Muster bei Transfers nach Auswahlturnieren ist, bei denen sich Spieler für die Zeit des Wettbewerbs sublimieren, denn für ihr Land zu spielen etwas extra in ihnen belebt. Es kann aber auch sein, dass diese Fehlbesetzungen aufgrund des Scouting-Prozesses innerhalb der entsprechenden Abteilung stattfinden, wo eine Unkenntnis des Anker-Effekts herrschen kann. Wenn ein Scout einem Kollegen seine Meinung über einen Spieler mitteilt, bevor dieser ihn beobachtet, wird es für letzteren sehr schwierig sein, diese erste Vorstellung vom Spieler, diese Verankerung, zu überwinden, auch wenn die Leistung, die er sich dann ansieht, nicht völlig in die gleiche Richtung gehen würde. Der Vorteil, mehrere Scouts nach ihrer Spieleranalyse zu fragen, kann also eigentlich abgeschwächt werden, wenn man ihnen vorher seine eigene Analyse mitteilt. Zusätzlich dazu kann dieser Anker-Effekt auch zu einer anderen Art von Casting-Fehlern führen, nämlich zu Profilierungsfehlern, und nichts könnte solche besser veranschaulichen als Rafael Benítez' Reaktion auf die Ankunft von Canobbio, als er Valencia trainierte, der andeutete, dass er sein Mittelfeld mit anderen Qualitäten als denen des Uruguayers verstärken wollte. Aber selbst wenn man einen Spieler ohne vorherige Meinung entdeckt, kann diese Verankerung bei Erstbegegnungen bestehen, die so einen prägen und einen daran hindern würden, seine Meinung zu nuancieren, auch wenn die folgenden Leistungen des Spielers kaum mit der allerersten Beobachteten übereinstimmen. Sollte es eine bestimmte Entscheidung sein, die uns prägt, egal ob sie sehr positiv oder negativ war, kann man hier vielleicht die Verankerung begrenzen, indem man einfach nicht alle Entscheidungen über einen Kamm scheren sollte. Und ich rede hier nicht einmal von grundsätzlich unterschiedlichen Spielsituationen wie Angreifen versus Verteidigen, sondern davon, dass man je nach Situation eher ein bestimmtes Denksystem als ein anderes anwendet. Dies fanden die Psychologen Olivier Houdet und Daniel Kahneman heraus, bevor sie auf der Grundlage ihrer Beobachtungen ähnliche Modelle entwickelten. Ihre Schlussfolgerung? Was hinter unseren Entscheidungen steckt, unterscheidet sich kontextabhängig, je nachdem, ob eine Entscheidung sofort getroffen werden muss oder ob man eine gewisse Zeit und ein gewisses Energieniveau zum Überlegen hat. Alles erklärt, warum es eine Diskrepanz in der Qualität der Entscheidungen geben kann, die ein Spieler trifft, wenn die Situation ihm dafür mehr oder weniger Zeit lässt, was uns dazu bringen kann, die verankerte Szene zu relativieren, wenn man das weiß. Vielleicht war es im Fall Canobbio so, mit auf der einen Seite Benítez, der möglicherweise eine gewisse Intelligenz erforderte, während die Scouts vielleicht von guten Entscheidungen in nur einem dieser Extreme verblendet waren. Genauso wahrscheinlich ist es aber, dass der Verein ihn holte, ohne den Willen seines Trainers zu berücksichtigen, sondern einfach, weil es eine Marktchance war, die sie langfristig interessierte. Man könnte in diesem Fall von Fear of Missing Out reden, also der Angst, etwas zu verpassen, das nie wieder vorkommen würde, aber es ist eine Entscheidung, die auch gut überlegt sein konnte, denn man muss sich bewusst machen, dass es so viele kognitive Verzerrungen gibt, dass man sich eine hinter jeder Entscheidung vorstellen kann, was im Alltag gerade interessant zu machen wäre, nämlich sich zu fragen, ob der Grund hinter unserem Gefühl eher rational ist oder ob eine kognitive Verzerrung dahinter steckt. Ich lade euch also gerne dazu ein, das mal zu probieren, und lade ich euch dann auch dazu ein, den Kanal zu abonnieren, um meine nächsten Videos nicht zu verpassen. Sonst vielen Dank für das Anschauen und bis bald.